Ein neues Kapitel beginnt und ich bin sowas von nicht vorbereitet. Obwohl ich 5 Monate Zeit hatte. Und ihr habt ja immer wieder mitbekommen, dass etwas Neues passieren wird. Dass für mich ein neues Kapitel beginnt. Wenn ich so in die letzten 5 Monate zurückblicke, muss ich sagen, ich bin so froh, dass sie vorbei sind. Denn sie waren einfach nur anstrengend. Ich war ständig müde. Ich war total überfordert und aufgeregt. Und ich musste so viel vorproduzieren. Neben all dem Stress hat YouTube mich noch extrem genervt und es gab einfach so viele Events, für die ich mich vorbereiten musste. Gegen Ende allerdings fehlte mir die Zeit. Ich wollte mir eigentlich, um meinen Koffer zu packen, mindestens eine Woche Zeit nehmen. Am Ende blieb ein Tag. Deswegen habe ich auch die Hälfte vergessen. Ich verabschiedete mich schnell von Freunden und Familie und dann ging es auch schon los. Und nein, ich bin nicht in Madeira, ich bin nicht in England, auch nicht in Japan oder China. Oder wie viele dachten, in Amerika. Ich bin noch viel weiter weg. Die Reise war wirklich sehr, sehr lang, aber ich freute mich schon darauf. Allerdings hatte ich auch ein bisschen Bedenken, da ich anfangs Angst hatte, dass mein komplettes Setup oder das Internet doch nicht funktionieren würde. Nach vielen Stunden Flug bin ich also endlich in meiner neuen Heimat angekommen. Hätte mir jemand vor 6 Monaten gesagt, dass ich einmal in Australien leben werde, hätte ich gesagt, du spinnst doch. Aber tatsächlich ist mein neuer Wohnort jetzt Melbourne. Ist übrigens auf Platz 2 der lebenswertesten Städte der Welt. Die ersten 2 Tage waren etwas ungewohnt für mich, denn ich saß in meiner wunderschönen Wohnung und hatte noch nichts zu arbeiten. Es war eigentlich eine Art Zwangsurlaub und ich muss sagen, das hat mir auch sehr gut getan. Aber ich habe daran auch gemerkt, wie schwer es mir eigentlich fällt, mal nichts zu tun. Nach und nach kam also mein Setup an und ich richtete mich ein. Langsam kann ich auch wieder anfangen mit dem Arbeiten. Der einzige knifflige Punkt, den ich an dieser ganzen Reise und dem neuen Wohnort sehe, ist, dass ich euch zwischen 8 bis 10 Stunden voraus bin. Aber wie ihr wisst, bin ich ein Frühaufsteher und habe auch kein Problem, um 5 Uhr morgens für euch zu streamen. Denn dann ist es bei euch 20 Uhr. Viele fragen sich jetzt sicherlich, warum ich nach Australien gegangen bin. Mein Partner macht dort ein Auslandsjahr und deswegen dachte ich mir, ich gehe einfach mit. So verrückt es klingt, aber genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Ich wollte immer schon einmal ins Ausland und dank YouTube kann ich von überall auf der Welt arbeiten. Manchmal muss man auch Risiken eingehen. Und das ist auch das, was ich euch immer predige. Geht auch mal Risiken ein, versucht Neues zu leben und tolle Erfahrungen mitzunehmen. Denn die Welt spielt sich nicht nur auf dem Bildschirm ab oder in YouTube. Und das tat mir auch sehr gut. Ich merke richtig, wie ich mich hier nicht mehr so verkrampfe und einfach mal einen Tapetenwechsel gebraucht habe. Jetzt wisst ihr auch, warum auf meinem 2. und 3. Kanal erst einmal keine Videos kamen. Denn ich musste mich einfach auf diese krasse Reise vorbereiten. Eine Roomtour gibt es natürlich auch noch auf meinem Hauptkanal. Bleibt also auf jeden Fall dran. Als nächstes werde ich hier auf ein Thema eingehen, das viele von euch sich gewünscht haben. Mein Road to GNU werde ich hier auch fortsetzen. Denn gegenüber gibt es ein High-Intensity-Training, das ich auf jeden Fall ausprobieren werde. Natürlich werde ich euch da auf den Laufenden halten. Ich wollte euch nicht direkt sagen, wo ich jetzt erstmal mal wohne, da ich Angst hatte, dass viele von euch denken könnten, ich höre mit YouTube auf. Aber ihr seht ja jetzt, dass alles wie gewohnt weitergeht. Viele von euch fragen sich natürlich, ob ich auch noch nach Deutschland zurückkomme. Geplant ist, dass ich hier bis nächstes Jahr Juni bleibe. Anschließend komme ich auch wieder zurück, falls es uns hier nicht so gut gefällt, dass wir es noch ein bisschen verlängern. Aber ich denke eher, dass wir wieder zurückkommen. Freut euch also auf viele coole neue Einblicke. Viele tolle neue Videos, die ich jetzt endlich regelmäßig bringen kann, da dieser ganze Stress endlich vorbei ist und ich hier viel, viel Zeit habe. Und Dankeschön für eure ganze Unterstützung und dass ihr immer für mich da seid, beziehungsweise für uns. Und dann sage ich bis ganz bald und Dankeschön und Grüße aus Australien. Don't make me wait.